Sind meine Haare auf der Seite? Was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Sind die auf der schneller gewachsen als auf der? So. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir kommentieren Bachelor in Paradise. Ich habe das Gefühl, das ist eine Instanz. Das mache ich schon seit Jahren. Das mache ich schon, bevor es Trend wurde und jede gemacht hat, okay? Nein, ich freue mich natürlich, dass es so viele verschiedene Leute gibt, die alle den gleichen Job machen wie ich. Es ist toll, konkurrenzbelebtes Geschäft. Wir kommentieren heute natürlich Folge 1 und es geht direkt gut los, denn wie bei jeder Bachelor in Paradise Staffel gibt es ein viel zu langes Intro. Na, hübscher Mann, möchtest du auch ins Paradise? Würdest du mich mitnehmen? Na klar, steig ein! Diese schauspielerische Leistung ist eine Katastrophe und einem geschulten DesignerInnenauge wie meinem fällt sofort auf, dass dieses Paradise-Schild, die Schriftart, ziemlich verdächtig nach Barbie aussieht. Da sieht man einfach, die hat echt Grips. Dir ist schon klar, dass das nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen wird. Es wird auch richtig stürmisch im Paradise. Was? Oh Gott, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde. Diesen Fake-Blitz, der da eingefügt wurde. Oder die schlechte schauspielerische Leistung. Hier möchte ich noch mal kurz anmerken. Ich habe letztens den Mallorca-Makler geguckt. Das ist auch wirklich eine Nummer für sich. Da wurde auch ein Blitz eingefügt, fake-mäßig. Das war so schlecht, wow. Ach Quatsch, bei mir gibt es kein Drama. Oh, ich freue mich so auf Paradise. Woohoo! Ja, die Barbie-Referenzen werden deutlicher. Hier natürlich auch dieses Schild, was man aus dem Barbie-Film natürlich kennt. Es macht mich ein bisschen wütend, dass die sich das hier so angeeignet haben bei einem Format, das deutlich weniger feministisch ist als der Barbie-Film. Nicht alles muss immer super feministisch sein. Es kann auch nur unterhaltsam sein. Aber diese Vermischung von Welten gefällt mir persönlich gar nicht, aber die wollten halt auch trendy sein, so wie ich mit meinem pink, teilweise pinken Background. Deswegen ist auch Franzi die tragende Rolle mit ihren schauspielerischen Qualitäten, weil sie natürlich aussieht wie Barbie, richtig. Oh, der Wunsch nach einer Beziehung ist mega groß. Ich möchte jetzt endlich mal auch eine Familie haben und ja, dazu fehlt mir einfach nur noch ein Partner. Ja. Genau, dann kann es endlich losgehen und Franzi bekommt hier den ersten großen, großen Auftritt. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, weil sie diese Barbie-Rolle jetzt gerade spielen soll. Weil ansonsten finde ich Franzi tatsächlich ziemlich auserzählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie hat jetzt in zwei Formaten, haben wir sie gesehen, bei Are You The One, Reality Stars in Love und natürlich bei Bachelor Dominic. Und bei beiden war sie halt immer so die ein bisschen naiv war und sich immer in die Falschen verguckt hat. Und irgendwie, ja, kommt da vielleicht was Neues diesmal warum? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich habe mit meiner Naivität zu kämpfen, definitiv. Ja, wenn ich getrunken habe, knutsche ich mal gerne mit dem Falschen rum. Ja, seht ihr, da gibt es nicht nur zu, sondern da wird auch noch der Barbie-Song von Dua Lipa reingebracht. Also die geben es auch zu, dass sie hier absolut, die sind am Klauen. Ich würde dieses Mal eins anders machen und zwar, ich würde mehr auf Angriff gehen. Dieses Mal hole ich mir das, was ich will. Da sag ich ja, Attacke! Hi, ich bin Armin, ich bin quasi der Underdog aus der Schweiz. Grüß Sie wohl miteinander, ne? Ich habe um das Herz der lieben Yara aus der Schweiz gekämpft. Tja, wir kennen das natürlich. Hallo, wer hat's verpasst? Ich habe die Schweizer Bachelor natürlich kommentiert. Zumindest den Anfang und das Ende. Und da war Amir dabei. Ist er mir im Kopf geblieben? Weniger, aber Yara auf jeden Fall schon. Ich habe schon des Öfteren einen Obstkorb bekommen, aber so einen richtigen Korb. Amir. Es tut mir wirklich von Herzen leid. Ich bin auf jeden Fall jetzt abgehärtet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie einen Obstkorb bekommen. Ah, die Arme. Habe ich was falsch gemacht im Leben? Ich bin auch halt jemand, der weiß, wie man mit Frauen umzugehen hat. Tür aufhalten ist wohl das Mindeste. Wenn du ein Glas Sekt aufmachst, zuerst natürlich die Frau. Ich kann auch leckere Drinks machen. Was will man mehr, ne? Gut aussehender Kerl, Cocktails. Ein Gesamtpaket, würde ich sagen. Wenn das die Ansprüche an Männer heutzutage sind. Da weiß ich auch nicht mehr weiter. Und auf was für Typen stehst du so? Sportliche. Mir kommt es aber auch jetzt mittlerweile extrem auf den Charakter an, weißt du? Wir haben jetzt natürlich Paul Janke an der Bar. Und Barbie, Barbie! Und die beiden ersten Paradisler, wie heißen die denn nochmal? Bewohner. Flitzpiepen, die sind da und lernen sich ein bisschen kennen. Und findest du bis jetzt ist eine Anziehung da? Ah, kann sich noch entwickeln, mehr, aber.
Franzi ist auch so eine, die hat irgendwie Humor, aber irgendwie auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht, aber es ist wirklich, ich sag mal so, sie lacht gerne. Das ist es, glaube ich. Ich habe da so ein kleines Gefühl, dass er doch so ein Player ist und mir schöne Augen macht. Da bin ich vorsichtig bei ihm. Aber ich wollte dieses Mal nicht so einen Prototypen haben, deswegen vorsichtig. Gut, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon wieder 2 Sekt zu viel drin hat oder was da los ist. Ich sag's nur, ich weiß nicht, ob wir jetzt Franzi in noch einem Format erleben müssen. Wie geht's denn weiter? Ich weiß, dass ich geil bin. Full Option sozusagen. Die haben wir da schon eher gebraucht, oder? Ich bin schon der Traum von jedermann. Ich kann einfach alle haben. Ich mag dieses Mindset mega. Wer redet so ernsthaft über sich? Woher hat sie dieses Selbstbewusstsein genommen? Wo waren die gemeinen Kinder, die sie fertig gemacht haben? Ich sag nicht, dass man das braucht und dass es toll ist, aber ich dachte, das kennen wir alle. Wie kann man denn in dieser Welt so ein Selbstbewusstsein haben? Vielleicht hat die weniger Zeit im Internet verbracht als ich, es kann auch sein. Hi, ich bin Pamela, 26 und ich habe um das Herz von Bachelor David gekämpft. Habe ich schon wieder fast vergessen. Hey! Ich bin tatsächlich die 2. Folge rausgeflogen. So. Hä? Vielleicht habe ich deshalb vergessen, weil sie wirklich nicht so eine tragende Rolle gespielt hat. Dafür hat sie ja diesmal die Chance. Ich habe noch nie einen Korb bekommen. Noch nie. Noch nie. Stell mal vor, 26 Jahre. Weil sie hat auch mit 0 angefangen zu daten. Boah, also mein krassestes Date war, als ich 3 war. Da habe ich fast einen Korb bekommen. Aber dann war es doch ein Obstkorb, der 4-Jährige mit seiner Mama vorbeigebracht hat. Nicht, bevor ich YouTube-Videos drehe. Ah, warte, von David. Boah, das war hart. Peinlich, macht's weg. Das war natürlich der krasseste Korb, der kein Obstkorb war. Mein Traummann, classy, aber so mit Touch, asozial. Dieses Asoziale. Ja, einfach wie ich, aber männlich. So ein Pomelo. Das finde ich auch immer komisch. Pomelo. Ha, 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 Pomelo. Das kam jetzt gerade zwischen rein. Entschuldigung. Was ich eigentlich sagen wollte, finde ich auch immer komisch, wenn man sagt, man will sich einfach selber daten, nur in männlich oder weiblich. Das finde ich irgendwie. Dann kannst du es ja auch einfach selber machen, oder? Ich glaube, ich kann Leute mitreißen, bin irgendwie ansteckend. Sonnenstrahle, Mensch. Und 1 und 2. Und up, and side, and twist, and da-da-da-da-ha. Wow. Ich bin die Tammy, ich bin 30 Jahre alt und ich habe um das Herz von David Jackson beim Bachelor gekämpft. Da sind auf jeden Fall schon mal 2 Kandidatinnen dabei. Ich glaube, das ist die neueste Staffel, da ist das neueste Frischfleisch, wie ich ja sage. Natürlich, schmeckt. Meine beste Freundin sagt, ich bin Flirt-Profi. Also von daher, ich mache mir da wirklich keine Sorgen. Na dann, Attacke. Seid ihr auf die wahre Liebe hinaus oder Abenteuer? Was denn direkt sonst? Direkt hier unter Feuer, genau. Wir sind offen, sagen wir so. Army und 3 Frauen, da kann man schon mal nervös werden. Was für Typen steht dir so? Oder beziehungsweise jetzt du? Das wird bestimmt Oder hast du... Ich stehe auf, also nicht blond, sagen wir so. Ich weiß nicht, ob sie gerade so zurückhaltend ist, weil sie von Amir beeindruckt ist oder weil sie vielleicht nicht in irgendein Stereotyp tappen möchte und weiß, dass es vielleicht nicht so cool ist zu sagen, Südländer. Achtung, nicht auf deinen Typ, Mann. Aber ich war das. Amir, locker, witziger Typ. Ja. Der versteht direkt unseren Humor und das finde ich cool. Unseren Humor. Also, ich sag immer, wenn ich eine Zeitschrift durchblättern würde, okay, dann wäre schon der nordischere Typ Mann. Ja, aber das hätte auch besser zu dir gepasst, hätte ich ehrlich gesagt. Ja, das passt ja zu einer Tammy. Tammy ist ja auch eine mysteriöse Frau, weil die wollte ja lange Zeit nicht sagen, wie ihr echter Name ist. Ich bin immer noch ganz gespannt, was es wohl sein könnte. Tamarinda. Wenn jemand witzig ist, wenn jemand Humor hat und so. Wenn jemand ulkig ist, ne, so. Dann hat mich jemand schon in der Tasche, voll einfach, ey. Na, da haben wir doch den perfekten Kandidaten am Start. Eier, Quark, Manpower, Schweiß, ja, das bin ich. Ihr habt hier mal wieder den All-Inclusive-Steffen sitzen. Er ist schon wieder da, Leute.
Ganz ehrlich, ein Format zu viel, oder? Also gut, bei Are You The One war auf jeden Fall derjenige, der das Geld mit nach Hause gebracht hat. Aber dass wir den jetzt schon wiedersehen? Ich weiß nicht. Naja, vielleicht klappt es diesmal mit den Ladies ja besser. Bist du relativ weit auch gekommen, ne? Dritter bin ich geworden, ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Dann bist du wohl ein cooler Typ. Das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Weil die Sharon ist ja eine coole Frau. Das stimmt tatsächlich, ja. Ah ja, das stimmt. Der war ja bei der Sharon, bevor er bei Are You The One war. Ist tatsächlich Dritter geworden, habe ich wieder vergessen. Aber es ist auch immer bei den Bachelorettes so, dass irgendwie super schnell das immer vorbei ist auch, oder? Geht es nur mir so? Und dann sind es irgendwie nur drei Typen, wovon man eigentlich weiß, nee, die entscheidet sich auf jeden Fall für den einen. Die anderen beiden sind auch nur Deko. Mein nächster Freund soll mein Mann werden. Ich habe so viel Liebe in mir drin und ich will die eigentlich einer Person schenken und das auch zurückbekommen. Layla und Rebecca waren nicht nur beide beim David als Kandidatin dabei, sondern kommen jetzt auch als Freundinnen hier rein. Ich bin halt eigentlich ein Bauernmädchen. Ich habe früher mit Pferdescheiße gespielt, also ist halt einfach so. Ich habe Pferdefutter gegessen, ich habe im Heu gespielt. Und wir lieben unsere Pferdemädchen, oder? Layla ist eine geile Sau, das wissen wir ja, ne? Es ist egal, ob du deine Nase jetzt gemacht hast oder nicht, das war trotzdem davor auch schön. Du guckst manchmal so, als wäre 7 Tage Regenwetter. Das ist das Botox. Oh Jesus Maria, auf jeden Fall wird hier über Schönheitseingriffe sehr offen geredet, zumindest das. Mir ist die Nase tatsächlich gar nicht aufgefallen, aber ja, wenn sie sich besser damit fühlt, von mir aus. Was ist denn dein Typ? Mein Typ? Also aus dem Bachelor-Kosmos, sag doch mal, wer so dein Typ ist. Oh ja, aus dem Bachelor-Kosmos herausfinden. Genau. Also ich finde... Ja, wir sind ganz Ohr. Ich finde, ja. Vielleicht... Vielleicht Potenzial, eventuell, vielleicht. Kommt da noch was? Ich lasse es einfach. Oh, Pam, komm Pam. Schon. Pam, ach Pam. Also das war wirklich zu lang, der Satz davor, dass dann am Ende echt nichts bei rumkommt. Ja, okay, Khan. Khan, wer ist Khan? Gute Frage, wer ist Khan? Ich bin der Khan, komme aus Duisburg, bin 26 Jahre alt. Ich war dieses Jahr bei der Bachelorette Jennifer Saro dabei. Ich möchte mich verlieben, ich war noch nie verliebt. Du warst noch nie verliebt? Nein, noch nie verliebt. Na, dann wird's Zeit. Ich bin der Löwe im Paradies. Wenn mir eine Frau gefällt, dann gehört die auch mir. Also da sehe ich gar keine Probleme. Warum macht ein Löwe so? Ist ein Löwe ein kleiner Titi-Grabscher oder was? Ja. Was macht der Löwe? Der hat doch gar keinen Finger. Also die Leute mit ihren Löwen, die sollen sich mal echt informieren. Ich bin knackig, ich bin sexy. Ich brauche jemanden an meiner Seite, der das auch erwidern kann. Kein Bock mehr, alleine zu sein. Ach, da haben wir unseren Adrian. Und ich muss sagen, das ist so ein Kandidat. Den habe ich bei der Jennifer, bei der Bachelorette gesehen und gewusst, den sehen wir wieder. Der ist eigentlich nur da, um dann noch die nächsten Formate mitzunehmen. Und hier ist er. Ich bin Adrian, ich bin 27 Jahre alt. Ihr kennt mich von der Bachelorette, ich war Finalist bei der lieben Jenny. Que lo que, muchachos! Ja, wir alle kennen ihn, er war präsent. Puh. Aber ich kann dir die letzte Rose nicht geben. Ja, ich war 2 Wochen heartbroken. Mir ist nur was ins Auge geflogen. Und dann ging es eigentlich wieder ganz flott. Er hatte seine netten Momente, finde ich. Er war auch einfach viel und auch ein bisschen anstrengend und ein bisschen zu sehr Showman, wie ich finde. Er war auch manchmal ein bisschen aggressiv und so. Also alles in allem, ich sag mal so ein guter Reality-TV-Kandidat, weil viel Drama, aber auch ein bisschen drüber. Und das mag ich an dem Mann. Ich habe einen Ober-Ober-Ober-Crush. Also Melissa ist schon... Was eine Frau. Ich sag dir ehrlich, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bin ab und zu mal etwas sprunghaft. Dann hoffen wir mal, dass sein Wunsch in Erfüllung geht und Melissa kommt und er nicht sprunghaft ist. Mach dich ready. Auf die Party. Mit mir. Ich muss kotzen. Gut, also eigentlich hätte ich gar nichts zu ihm sagen müssen. Ich hätte nur den Clip zeigen müssen, dann wüsstet ihr, was das für ein Mensch ist. Ein beatboxender, rappender Typ über sich selbst sprechend. Es ist die perfekte Vorstellung. Ich bin der Daniel, ich komme aus Paderborn und man kennt mich von der Bachelorette Melissa. Hallo. Grüß dich, Daniel, hi. Melissa,
So, und da ist, Pedro Lombardi. Ich liebe es, wie sie seinen Kopfschatten genommen haben, um dann den Rückblick da einzufügen, denn es geht natürlich um seinen Kopf und die Haare. Ja, ich denke, mich werden viele Leute nicht mehr erkennen, weil ich wieder Haare auf dem Kopf habe. Ich habe mir die transplantieren lassen. Mit der Entscheidung bin ich wirklich happy. Aber ich sage ganz ehrlich, mit der Glatze kam ich irgendwie besser an. Ja, ich muss sagen, jetzt sieht er halt aus wie 0815 Daniel und vorher sah er aus wie ein nicht 0815 Daniel. Aber er ist happy mit der Entscheidung. Bin froh, dass alles gut gelungen ist. Ich hoffe, es war nicht allzu unangenehm. Das ist wirklich so ein Riesenthema bei Männern, ne? Diese Haartransplantation. Ja, ich meine, die Schönheitsideale werden auf allen Seiten größer und der Druck wird größer. Das Thema Schönheitsoperation an sich ist einfach so vielschichtig und vielseitig. Ich glaube, wir können festhalten, dass er zum allerersten Frauen und Männer machen sollen, was sie wollen. Aber natürlich ist immer als feministischen Akt oder als selbstbestimmtes Handeln abzustempeln, ist schwierig, weil wir einfach so viel von außen, so viele Einflüsse und Eindrücke haben. Und man sehr schwierig, glaube ich, noch selbstbestimmt dann was entscheiden kann. Aber ich muss weitermachen. Deine letzte Beziehung? Das Problem war, wie ja bestimmt bei dir auch, wir sind halt voll früh zusammengekommen. Da waren wir ja gefühlt noch Kinder. Und ja, der hat mich halt auch betrogen am Ende und jetzt auch meine Freundin geheiratet. Was? Also, ja. Tschüss, der Junge. Das sind viele Informationen für so ein allererstes Gespräch, aber ja, sharing is caring. Wir waren halt auch zu jung, ich war auch so richtiger, alles verboten so, ne? Ich wollte nicht mal, dass meine Freundin bauchfrei rumläuft. Überleg mal, so ja. Heftig war ich. Aber dann irgendwann Freundeskreis gewechselt, irgendwann so gemerkt, so, ne? Gleichberechtigung. So. Ja. Gleichberechtigung ist auch cool, wenn ich bauchfrei trage, dann darf meine Freundin auch bauchfrei tragen. Aber wie magst du es denn, wenn der Mann halt auch auf den Tisch hauen kann? Schon. So, ne? Gefällt dir? Ich finde, der Vibe war schon da. Ich weiß aber nicht, also ich weiß natürlich schon, was es bedeutet, dass der Mann auf den Tisch hauen kann. Aber muss das immer bedeuten, dass man irgendwie Leute einschränkt und ihnen was vorschreibt? Oder kann nicht auf den Tisch hauen auch bedeuten, dass man deutlich kommuniziert und ehrlich miteinander ist, ohne irgendwie laut und aggressiv dabei zu werden? Guck mal, ich mag nicht so dieses so toxische, aber wenn ich streite, will ich auch richtig streiten. So richtig Bollywood so Style, ja. Ne? So. Und dann so mit Monsunregen, so später dann im Regen pissen und so alles wieder gut. Und streiten ist ja auch total wichtig und total gut, aber eine gute Streitkultur ist noch wichtiger. Ich habe jetzt schon einen Crush, ne? Ich kann eigentlich jetzt mit dem schon nach Hause fliegen. Mit wem? Ja, auch mir. Na süß. Das ist doch gut, so soll es doch laufen. Also es war ein schönes Gefühl. Natürlich versucht man so ein bisschen zu schauen, wie weit geht das mit der Tami, ne? Kann man da schon so ein kleinen Angriff probieren. Vielleicht findest du ja heraus, wie ihr echter langer Name ist und nicht nur ihr Spitzname. Das ist ja crazy, oder? Crazy. Eisen auch, furchteinflößend. Ja, die können halt auch auf mich Pipi machen. Das stimmt tatsächlich. Also ist ja nicht so, dass ich das in der Theorie nicht könnte, aber. Egal. Lass mir das mal so stehen. Gut, von der Ameise zu kleinen Fetischsachen. That escalated quickly. Ja, es geht hier ganz schnell. Aber schön, wenn die beiden sich gut verstehen. Jetzt kommt aber direkt noch eine neue Kandidatin rein. Ich bin Michelle Schellhaus. Ich bin 28 Jahre alt. Eigentlich bin ich eine ganz coole Socke. Wenn die coole Socke über sich sagt, das ist eine coole Socke. Ich bin unternehmensfreudig, lustig, aber auch sehr tollpatschig. Also kurz bevor ich hierher gekommen bin, habe ich mir einmal hier wehgetan. Sieht man das? Ja. Auf dem Zimmer habe ich mir hier auch noch schön, weil ich so meine Füße gehobelt habe, habe ich mir hier schön reingeschnitten. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie das wehtut? Gut, da ist auch viel los bei ihr. Mich kennt man vom Daniel Völz, da war ich 2018 beim Bachelor. Und Bachelor Paradise war ich 2019. Ich bin mit Sicherheit in Erinnerung geblieben, mit Weinen und Drama und so. Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern. Daniel Völz ist aber auch schon eine Weile her, aber auch Bachelor in Paradise? Irgendwie gelöscht. Die größte Veränderung seit dem letzten Paradies ist auf jeden Fall meine Kleine. Ich habe eine fast dreijährige Tochter. Wie sehr ich mein Kind liebe, kann man nicht in Worte fassen. Und es gibt's natürlich nur im Doppelgepack, also sollte man damit nicht klarkommen, fliegt er schneller raus, als er gucken kann. Süß. Seid ihr schon länger hier? Ja, so 2 Tage. Was? Nein, ich mach Spaß. Hey. Michelle hat auch wunderschöne Augen. Also die sind so blau, das sah schon so fast bearbeitet aus. Ich dachte, das ist ein KI-Programm, der quasi vor mir steht. Ein KI-Programm, der quasi vor mir steht. Ich kann sehr, sehr gut germanistisch mich ausdrücken. Definitiv. Du bist so mein First Pick. Ich bin mein First Pick. Ich sterbe. Ich sag dir aber auch ehrlich, mein Instinkt liegt immer richtig.
Ich gehe auf Temperament und Feuer. Und also Daniel hat sich Pamela gewünscht. Habe ich so gar nicht gesehen. Aber ja, ist doch super. Ich weiß nicht, ob Pamela hat sich ja eher Kahn gewünscht. Der Kahn. Hi Kahn. Wie geht's dir? Dich kenne ich gar nicht. Ja? Lernst du mal kennen. Nice. Sie tut so. Wie geht's dir? Wie war die Zeit? Gut? Ja. Mhm. Gut? Mhm. Schau ihr in die Augen. Ich kann nicht. Sie ist schon direkt verliebt. Sie kennt alles von ihm, sie liebt ihn. Und er ist so, hi. Die Ladies sind heiß auf uns. Ich hab Bock. Adrian hat Bock. Wir sind heiß. War stabil. Ja, recht. Ja, war gut. Es tut weh. Das ist so crazy, ne? Ich habe mir die Folge vorher schon mal angeguckt. Das habe ich total verdrängt. Das ist wie, wenn man einen Geburtsschmerz vergisst. Das macht der Körper, damit man weitermacht mit dem Leben kreieren und Leben, Leben. Da verdrängt er solche schmerzhaften Sachen. Der Löwe ist ja gerade in der Villa. Er schnuppert jetzt ein bisschen. Ne? Er schnuppert und er muss gucken, bei wem bleibt's. Und je nachdem greife ich dann an. Oh, der Löwe ist so süß, da wieder schnuppert. Der schnuppert. Schnuppert hier, schnuppert da, muss schnuppert, tralala. Ich hab von dir gehört. Ja? Ich wusste nicht, wer ist das? Alle so, Kahn. Ich so, hä? Du siehst echt in Ordnung aus. Was heißt in Ordnung? Gut. Danke, nehme ich gerne an. Hä, warum sagt sie Kahn? Wer ist das? Sie hat doch gesagt, sie wünscht sich den Kahn. Da blickst du einfach nicht durch. Ich sag dir ehrlich, aber unter uns, ja. Eigentlich kenne ich dich. Okay. Eigentlich habe ich mir die gewünscht. Echt? Okay, gut, dass sie jetzt noch mit der Sprache rausrückt. Ich komme aus Freiburg und du? Aus Duisburg. Ich weiß. Das ist ein bisschen funny, wie sie ihn sofort unterbricht. Ich weiß. Also die Pam, glaube ich, die ist schon eine Tasche. Ist zwar noch nicht versiegelt, aber sie ist in der Tasche, glaube ich. Da hat er ein bisschen recht, tatsächlich. Wo sagst du, so optisch ist so dein Fall? Du bist mir schon so ins Auge. Das musst du jetzt nicht sagen, weil nee, ich neben dir sitze. Nee, ohne Witz. Als ich dich so gesehen habe, ich denke mir so, ich so, Mashallah, von Gott gesegnet. Süß, da geht's ja direkt los hier. Da finden sich direkt die Couples. Hallo, erster Abend. Wen hoffst du dir noch? Kann ich nicht sagen. Doch, kannst du schon sagen. Also ich erhoffe mir eigentlich Melissa. Mhm. Uiuiui, vielleicht hätte ich das lieber nicht sagen sollen. Ich mag ja eher vom Typ Frau her eine reife Frau. Und deswegen könnte ich mir auch einiges mit dir vorstellen. Naja, Jennifer war ja auch eine Mutter mit Kind. Jetzt ist die ja mehr die nächste Mutter mit Kind. Das ist Kahns Thing. Hat schon jemand mit Kind? Nicht oft, aber ab und zu ist das. Was heißt denn ab und zu? Was ist denn für dich ab und also, zu? Also man lernt ja generell Frauen kennen. Ist halt auch für dich irgendwo anders, weil du dann auch für zwei denken musst. Ja, klar lernt man Frauen kennen und vor allem, ich muss Frauen kennenlernen. Man ist halt nicht eifersüchtig, aber man macht trotzdem so Welle, weil er muss ja von Anfang an wissen, wo er hingehört. Naja, vielleicht darf er auch erst mal ganz kurz ankommen und auch Gespräche suchen, oder? Ich persönlich, ich war noch nie verliebt, muss ich sagen. Noch nie verliebt? Noch nie verliebt, das war auch, ich sag mal. Oh mein Gott, okay, ja, krass. Okay. Noch nie. Und das ist für mich eine Red Flag. Nee, Quatsch. Er ist ehrlich gesagt irgendwie auch schade, weil ich war, glaube ich, schon mindestens 385.000 Mal verliebt. Ich verliebe mich jeden Tag aufs Neue gefühlt. Heute, in was habe ich mich heute schon verliebt? Muss ganz kurz überlegen, was ist passiert. Ich esse gleich einen Burger. Ich glaube, in den werde ich mich gleich verlieben. Ich glaube, der ist schon da. Machen wir mal ganz kurz Burgerpause. Falls ich jetzt danach Ketchup irgendwo habe, müsst ihr das ignorieren, okay? Ich muss jetzt echt Mittag essen. So. Burger war lecker. Das ist kein Ketchup, das ist ein Pickel, den ich mir heute Morgen noch frisch ausgedrückt habe. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Ein Licht hat schon aufgegeben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber wir müssen weitermachen. Meine Batterien sind lange noch nicht leer. Die sind vollgeladen mit Pommes. Gucken weiter. Es kann natürlich sein, dass die Frau da ist, also in dem Fall ich, hoffe ich, wo er sagt, okay, krass, auf sie habe ich immer gewartet. Es kann ja wirklich sein und sich dann verliebt. Aber meinst du verliebt oder Liebe? Scheiß drauf, ich will beides. Ist einfach so. Ich will beides, ich hatte beides noch nicht. Ja, dann wird's Zeit. Wird ja auch Zeit, ich pimmel hier seit einer Woche rum. Mit Pam habe ich mich unterhalten. Sie ist auch mittlerweile eifersüchtig, muss ich sagen. Echt? Pam schaut dann immer kurz rüber. So. Man könnte jetzt sagen, interpretiert er da zu viel rein, aber nee, er hat schon richtig gesehen. Pam ist wirklich schon eifersüchtig. Erster Abend. Also ich sag dir ehrlich, du sprichst mich schon an,
Und die Franzi auch. Aber ja, ich will auch nicht mit Gefühlen oder so spielen. Also ich werde schon frühzeitig reden. Ja, es ist jetzt auch schon, es sind schon fast 12 Stunden vergangen. Es wäre jetzt auch Zeit, dass du dich frühzeitig entscheidest. Mach mich nur nicht aggressiv und dann wird's schon. Was? Hä? Nein, Spaß, Kahn. Mach, was du willst, ehrlich. Danke. Aber sie meint, mach das, was ich will. Ist so. Lass die Kinder spielen, die kommen eh wieder alle zurück. Angekrochen. Na, dann hoffen wir, dass der Kahn auf allen Vieren angekrochen kommt. Es kann ja eigentlich nur schlimmer werden. Wenn es jetzt schon so ist. Es kann sich ja nicht verbessern. Was soll denn passieren nach 2 Tagen? Na, ich denke, es ist eine ganz gesunde Beziehung, die da gerade aufgebaut wird. Das ist total toll. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihr beiden noch zusammengehört. Deswegen möchte ich, dass die Layla dem Amir einen Kuss gibt. Oh mein Gott. Ihr könnt aber auch mit Zunge machen, gell? Oh mein Gott, es ist immer noch der erste Abend. Wie lange so Abende bei denen sind. Weißt du warum? Weil die kein Fernsehen haben, kein Handy. Wann hat zuletzt mal Sex? Zuletzt im Juni. Und das war nicht in Alachate. Nee, in Alachate warst du clean dann. Ja. Warst du echt clean? Ja. Oh, schon. Schwer. Du aber nicht, ne? Okay. Nee. Schwer in Alachate. Ich bin froh, dass sie direkt erklärt haben, was Alachate ist, nämlich ein Urlaubsort in der Türkei. Weil sonst wäre ich da direkt, ich wäre lost. Ich wäre so, worum geht's? Was ist Alachate? Hab ich ja mal gedacht. Oha, was heißt denn das jetzt? Ja, genau das, was ich gesagt habe. Ja, da wird mal wieder mit Klischees gespielt. Stereotypen, Vorurteilen. Die kennen mich nicht mal. Die haben noch nicht mal Brot mit mir gebrochen. Ja, und wer noch nicht Brot mit ihr gebrochen hat, der braucht gar nicht irgendwelche Sachen über sie behaupten. I'm freaking out. Jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Ja, was soll das bedeuten? Nix, du hast Spaß gehabt. Du bist eine Lebefrau. Abartig. Einfach respektlos. Ist so, Schwester. Ist so. Ich will gar kein Beef. Würdest du es lustig finden, wenn 2 Männer hier drin und dich als Hure abstempeln? Die stempeln dich ja nicht als Hure. Ja, okay, stimmt. Du findest sie ja gut, deswegen stempeln ich find doch gar nicht so gut. Aber du kannst doch nicht sagen, dass sie das so nicht so gemeint haben. Also ich meine, der Adrian ist schnell zurückgerudert und hat dann gesagt, nee, du bist eine Lebefrau und alles cool. Aber davor hat man schon so dieses, ja, du siehst auch so aus wie eine, die viel bumst. So ein bisschen, so, ja. Na und? Selbst wenn sie viel bumst, lass sie doch. Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Ich hab dir gerade die Situation geschildert. Ja, und was machst du wieder? Schwänz in Schutz nehmen, wie du es immer machst. Ja, aber die haben es ja nicht so gemeint. Schutz. Doch. Nein. Die haben es nicht so gemeint. Ich meine, Rebecca, ich verstehe sie da auch zu einem gewissen Grad. Ich verstehe aber auch Layla, warum sie so abgeht. Sie fühlt sich da wirklich angegriffen und wünscht sich halt von ihrer Freundin, dass die einfach sagt, ja, die sind so scheiße. Du hast auf jeden Fall recht. Manchmal braucht man das ja auch einfach. Obwohl ich immer abgestempelt werde. Schatz, obwohl du ich nicht so auf, bin. Bitte hör. Nein, Mann. Nein, geh jetzt bitte nicht. Bitte, Layla, tu mir den Gefallen. Wir haben uns das geschworen. Wir haben uns das geschworen. Ich verstehe dich. Und es ist auch scheiße, dass wir es gesagt haben. Aber versteh mich doch. Doch. Wir haben uns das geschworen, dass wir als Freundinnen wieder rausgehen. Und ich glaube an euch, dass ihr das auf jeden Fall wieder schafft. Und ich glaube, also, wie gesagt, Layla braucht da gerade einfach eine Rebecca, die sagt, ja, du hast recht, die sind scheiße. Und dass Rebecca natürlich auch recht hat, dass sie es vielleicht gar nicht so doll gemeint haben, stimmt auch. Aber darüber kann man auch am nächsten Tag noch reden, oder? Tut mir leid, okay, es tut mir wirklich leid. Auf mein Leben, ich habe das nicht wahrgenommen, dass es dich so verletzt hat. Es tut halt schon weh, weil man ja gerade auf so eine Person baut. Ja, und ich glaube, da ist halt auch Laylas Wunderpunkt, sagt ja auch, die wird immer so abgestempelt. Und dann ist sie dann natürlich noch mal empfindlicher, was solche Aussagen angeht. Aber ich glaube auch, dass Rebecca es wirklich nicht böse gemeint hat, einfach nicht gesehen hat, wie schlecht es ihr damit geht. Und jetzt sieht sie es ja und ist ja auch da für sie. Ich glaube, in dem Moment hätte sie sich gewünscht, dass ich da aufstehe und sage, was das für eine Scheiße soll, was sie da gerade machen. Richtig, richtig. Als sie mir das dann halt erklärt hat, habe ich es dann auch verstanden. Na, seht ihr? Da wurde drüber geredet, drüber geweint, Brot gebrochen, alles wieder gut. Amir kommt dann auf jeden Fall zu Layla und möchte sie trösten. Mir ist richtig schlecht. Soll ich einen Tee machen? Ehrlich? Ich weiß aber nicht, wo eine Teemaschine hier ist. Die altbekannte Teemaschine wird leider nicht gefunden, dafür andere Sachen. Ich musste halt mit dem Tee auch ein bisschen improvisieren, weil ich habe keinen Teebeutel gefunden. Dann habe ich eine Orange gefunden. Habe gesagt, Orange ist gesund. Orangentee, hallo, frisch gepresst, super. Jetzt kommt aber ein neuer rein. Ich muss mir einen coolen Spruch überlegen. Es muss ja irgendwie cool rüberkommen. Kann ich ey Mädels sagen? Ey Mädels, ich bin mega ready fürs Paradise. Ach du Scheiße. Ich freue mich auf euch und macht euch... Hey, soll ich überhaupt hey Mädels sagen? Nein. Sei einfach du selbst. Hey Mädels, macht euch bereit.
cool. Echt cool. Na? Hallo, mein Name ist Benne. Ich komme aus Karlsruhe und bin 33 Jahre alt. Man kennt mich von der Bachelorette 2021. Da habe ich um das Herz von der Maxime gekämpft. Ich kann mich gar nicht an den erinnern. Also Benne ist wirklich mit seinem Skateboard hier rein und da rausgefahren. Benne habe ich mich auf jeden Fall sau gefreut, natürlich, weil das ja auch so mein Wunschkandidat gewesen ist. Was die für Wunschkandidaten haben, oder? Das ist so krass, ihr kennt uns schon ewig, ne? So wirklich ewig. Tatsächlich habe ich die Pam schon mal gesehen in Karlsruhe vor 5-6 Jahren. Aha, und? Du hast immer so gefragt, Date? Fragezeichen. Dann habe ich was anderes. Aber gesagt. Da war ich auch schon noch, da war ich schon noch sehr jung. Zweimal hast du mir das gesagt, zweimal. Der ist aber auch so einer, der immer so super jung rüberkommt, ne? Aber auf Instagram siehst du nicht so aus, wie du in Real Life aussiehst. Wie sehe ich? Anders. Negativ, positiv. Live besser. Okay. Ja, ist doch gut, lieber so rum, oder? Hand aufs Herz jetzt, ja. Ne? Wegen dem Kuss gestern. Ja. So, hast du das sportlich genommen, oder? Ich habe das sportlich genommen, natürlich, das war der erste Abend. Ne? Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, da ist kein bitterer Nachgeschmack das ein bisschen dabei. Ne? Denn Amir hat ja Leila geküsst beim Flaschendrehen. Das ist schon eine harte Nummer. Aber langsam muss man sich ja auch entscheiden, so, ne? Ja, zumindest also so ein bisschen, so einen Fokus eventuell mehr draufsetzen oder nicht. Also das erwarte ich auf jeden Fall dann ja, auch. Ja, ich finde es auch nicht attraktiv, auch egal vom Mann oder Frau. Ich finde es auch nicht attraktiv. Gar nicht attraktiv. Was ist so, wenn du dann siehst, ich entscheide mich erstmal für Leila, wäre ich dann direkt für dich abgehakt? Das Interesse wäre nicht mehr so extrem da, sage ich mal. Von meiner Interessenhaftigkeit wäre das nicht mehr so eine Extremigkeit, die da wäre. Okay. Ja. Ah. Ich will mich schon darauf fokussieren, auf eine Frau. Ich will ja halt auch eine ernsthafte Beziehung. Ach komm, es ist Tag 2. Verlass doch mal mit dem Fokus. Auf Optik kommt es bei mir gerade gar nicht an. Okay, sondern also eher auf den Charakter. Auf den Charakter komplett, weil beide sind schöne Frauen. Mhm. Du bist eine schöne Frau. Wir sind auch optisch sehr unterschiedlich. Kahn! Schnall dich an und wähle jetzt. Mit wem möchtest du die Höhen und Weiten des Dschungels erobern? Kahn muss quasi jetzt schon eine Entscheidung treffen. Ja, wen willst du aus? Ja, Kahn, wen sonst? Michelle? Ja, herzlichen Glückwunsch. Michelle und Kahn gegen den Dschungel. Krass. Michi ist gerade eine 10. Und er hat sich ja quasi gegen Pam entschieden und für Michelle. Das ist so gemein, das ist so gemein. Da kann noch sehr vieles passieren auf dem Date. Das ist so quasi der Schlüssel für die Love Suite. Der Schlüssel für die Love Suite. Ich hatte Eierflattern da oben, weil du bist ja nicht alleine. Du hast ja vorne eine Frau, die ein Kind hat, so. Die beiden lassen sich da einmal schön entlang gleiten. Wie heißt das nochmal? Hier, Ziplining. Ah, Ziplining mit Eierflattern. All inclusive. Wem es aber nicht so gut geht und wer nicht so eine gute Zeit hat, ist Pam. Blödes Gefühl, oder? Wegen den beiden, die weg sind, ja. Verstehe ich. Ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich. Oh Gott, wie toll die schon weint. Ich glaube, Pam kann generell auch schwierig, und das unterschreibe ich auch. Ich bin auch so ein Typ, eher der, glaube ich, viel Zuspruch und viel Bestätigung bekommt. Und ich denke, sie ist das auch gewohnt. Och, die Armen, oder? Die gehen ihr ganzes Leben und bekommen ganz viel Bestätigung und Zuspruch. Und dann einmal nicht. Ah! Das arme Mäuschen, so weißt du. Oh. Das ist ein richtig Kackgefühl, wenn man irgendwie spürt, ein Typ findet jemand anderen besser. Ich glaube, du hast mit sowas auch zu knabbern, ich auch, weil wir das auch aber einfach nicht so gewohnt sind, weißt du? Es ist so schwer, immer begehrt zu werden, immer das zu bekommen, was man will im Leben. Die armen Mäuschen, oder? Wer auf so einen Typ Frau steht, ich kann den nicht ernst nehmen. Es tut geht mir gar leid. Nicht, nein. Geht gar nicht. Er ist geht ein Kind und er. Dann wird erstmal die Frau runtergemacht. Ja, wir hatten Frau. Ich meine, sie hat eine Tochter. Sie ist gerade erst Single. Siehst du Kahn an der Seite von einer Mama? Nein. Hä, er hat doch schon mit ganz vielen Mutters gedatet. Das ist sein Ding. Ja, der Adrian, der ist schon so ein. Schon ein Süßer, ne? Hab ich gar nicht gedacht, dass der so ein Süßi ist, oder? Vielleicht sehen wir uns heute Abend in der Love Suite. Ich würde gerne Zeit mit dir alleine verbringen. Fuego? Sag ich gerne. Ich hab das Gefühl, ich bin angekommen.
weil du bringst auch eine gewisse Verantwortung mit. Und ich mache mir generell sehr viele Gedanken. Mhm. Habe ich gar nicht gemerkt. Ja? Ja, es ist auch schon der zweite Abend, da kann man sich mal viele Gedanken machen. Wie ihr seht, ich mache mir viele Gedanken. Wenn wir jetzt so weitergehen, wie wir sind, bin ich ja quasi mit dem Boot. Ja, ja. Was das Kind angeht, er ist direkt der Vater. Weil ich ja noch nie verliebt war, fühlt sich das an wie verliebt, würde ich jetzt behaupten. Also die Richtung ist schon mal gut. Eine gute Richtung. Für mich persönlich ist es gerade Maximum an Gefühl, ja, an Emotionen, würde ich sagen. Sie so, das ist echt das Maximum. Und er so, ja, ich glaube, ich bin verliebt. Ich war noch nie verliebt, aber jetzt hat's geklappt. Super. Ich habe einfach nur 3 Kameras gebraucht. Also du kannst dir vorstellen, dass du dich in mich verlieben würdest. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja. Dieser Blick und diese Stille und dieses Grillenzirpen. Mm. So, mach mal Mund auf jetzt. Also, ja, wow. Ja, ja. Oh, ein Löffel für Mama. Supi, machst du das. Was würde Jani dazu sagen? Ich weiß, du magst es nicht, aber du musst es lernen. Ich möchte auch nichts überstürzen. Mhm. Ist gut. Ich glaube, ich kann mir das Recht ziehen und dich fragen, ob du eventuell vielleicht später Lust hast, dass wir zusammen jetzt, ich sag mal, einschlafen oder schlafen hört sich jetzt. Da kann man auch nur lachen. Michelles Reaktion, absolut nachvollziehbar. Das ist eine sehr lange Einleitung, um zu fragen, wollen wir in der Love Suite pennen? Ja, ist das gerade, glaube ich, schon angenehm? Also, dass wir in das Ziel gucke ich einfach gerade aus. Also, ich gucke mich gar nicht an. Dass wir in die Love Suite oder wie genau, das heißt, gehen. Genau, dass wir in die Love Suite gehen und da auch ein bisschen runterkommen zusammen. Ja, auch einfach sich mal austauschen über den Tag, ein bisschen runterkommen, ein bisschen hier Eier flattern. Wollen wir das spontan später gucken? Hier, der Abend ist ja noch, also. Ja, okay. Also, du hast nicht Nein gesagt. Aber ich habe auch nicht Ja gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn für ihn. Es ist ein Gewinn. Ja, nicht Nein gesagt. Dann habe ich ein wunderschönes, breites Grinsen gesehen. Ich habe mich gefreut. Und da kommt jetzt die Feuershow und auch Melissa ist unser Feuerwerk, was da reinkommt. Ich bin Melissa, ich bin 27 Jahre jung und ich war im Jahr 2020 die Bachelorette. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass bei Bachelor in Paradise auch eine tatsächliche Bachelorette da ist. Ich glaube, sonst sind ja immer nur KandidatInnen da. Aber nein, the star is there. Ich sehe mich nicht als was Besseres, nur weil ich die Bachelorette war. Ich bin wie die anderen Mädels dort auch. Also dem ich gefallen, der kann gerne mich gerne ansprechen, gell? Na dann, los geht's, oder? Ein Fan hat sie ja schon. Wunderschöne Frau, tolle Ausstrahlung. Hallo. Ja, ich freue mich echt. Die kennen sich auch schon alle teilweise, weil sie schon gedatet haben, teilweise, weil sie auf der gleichen Party waren, oder? Wenn ich meine Traumfrau beschreibe, würde ich ein Bild von Melissa so zeigen. Ich darf mir nicht so viel Kopf machen. Ich versuch's. Ja, Rebecca weiß ja, dass Melissa die Wunschkandidatin von Adrian ist. Und Adrian und Rebecca lernen sich ja auch schon gut kennen. Ich glaube, ich muss kurz. Es ist natürlich krass, wenn du jemanden hier drin auch erst seit ein paar Stunden hast und mit dem irgendwie dich so gut verstehst und es irgendwie einfach harmoniert. Wir haben hier schon ein paar Couples, die sind schon verliebt, ne? Nach 24 Stunden ist es um die geschehen. Ja, spannend. Ich wusste. Also Rebecca hat schon heftig geweint. Oh je, Mini. Wie schnell das geht, oder? Und, wie geht's? Mir alles gut. Aber irgendwie ist es unentspannt. Ich weiß es nicht. Und das unentspannt mich auch. Ja, klar. Das setzt sich auch unter Druck. Ja. Ach, der Arme, oder? Ich bin morgen weg. Er wird sich 100% für sie entscheiden, er wird sie kennenlernen. Klar verstehe ich, dass man nicht happy darüber ist, aber so ist es im Leben auch. Ja. Das Einzige, was mich halt stört, ich will sie ja auch nicht verletzen. Und ich denke mal, das wird sie verletzen, wenn ich sie gleich mal zur Seite packe. Ja, dann warte doch noch, oder? Was hat der Paul für einen Ratschlag? Ja, eigentlich ist es jetzt seine Aufgabe, dir ein gutes Gefühl zu geben. Ne? Wenn er es jetzt nicht macht, weißt du auch Bescheid. Ja. Ja, wenn man es jetzt sofort machen muss, heißt, du kannst es auch morgen vielleicht machen. Wäre schlauer, glaube ich, ne? Das ist wirklich ein echt guter Ratschlag. Die Zeit läuft ja nicht davon. Morgen ist auch noch ein Tag, ist schon spät, schon dunkel. Weil ich halt weiß, so, dass du sie halt auch gut findest. Und ich glaube schon, dass wir uns optisch sehr ähnlich sind. Mhm.
So, das ist halt, das kannst du jetzt auch nicht abstreiten. Nee, kann ich auch nicht. Ja, die Optik ist ja auch nicht ausschlaggebend. Ich meine, hier Amir ist auch zwischen zwei Frauen hinhergerissen und die sind optisch nicht gleich. Aber dir ist auch schon bewusst, worauf du dich hier eingelassen hast, ja, ne? Ja, natürlich. Ja, aber jetzt bin ich halt verliebt. Und dir ist auch bewusst, so kacke sich das auch anhört, dass ich heute, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, morgen werde ich mir auch mal Melissa packen und dann mit dir quatschen. Ja, super. Ist doch nett, dass er bis morgen wartet. Finde ich gut. Bist du zufrieden? Können wir jetzt schlafen gehen? Geht ihr in Love Suite? Ja, ich komme gleich. Tschüss, Leute. Das ist doch viel zu früh, jetzt hier irgendwie vor allen anderen zu knutschen. Aber in der Love Suite übernachten kann man ja. Da kann man in Ruhe mein Auge zumachen und auch zudrücken. Ich bin eine richtige Sau. Weil ich weiß, wie Frauen ticken. Ich denke mal, ich würde mich dann komplett ins Ausschießen für alle anderen Frauen. Naja, gucken wir mal, oder? Klar will ich mir noch alle Optionen offen halten. Irgendwie, irgendwo. Ich glaube, mein Kopf ist nicht zu 100% frei. Aber ich gebe mein Bestes. Aber es ist doch, finde ich, von beiden schon mal eine Commitment-Sache, dass sagen, ja, die verbringen jetzt die Nacht in der Love Suite. Was auch immer da passiert. Weißt du, wie man mich auf den Straßen nennt? Mhm. Gecko. Warum? Die schnelle Zunge. Doch, wirklich ein sehr sympathischer junger Mann. Weißt du, wie man mich auf den Straßen nennt? Ey, Geile! 'Cause I get catcalled a lot. Na, Gott sei Dank nicht. In der Love Suite läuft dann nichts außer ein bisschen Fummeln anscheinend. Und Adrian packt sich jetzt endlich Melissa für ein Gespräch. Erzähl mal, wie war deine Ankunft? Wie fühlst du dich? Bist du angekommen? Ja, schon. Aber ich finde, ihr habt euch alle so schnell, also ihr wart halt einfach direkt weg. Also man hat gar nicht das Gespräch gesucht. Ja, dafür, dass Melissas Entrance so groß mit Feuer und allem inszeniert wurde, hat sich dann irgendwie ja niemand so richtig für sie interessiert. Meine persönliche, wenn ich mir geguckt habe, was wir so gesehen haben am Anfang für Vorausblicke, da war Melissa gar nicht mehr Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ziemlich bald wieder Pflicht. Ich möchte dich auch gerne kennenlernen. Ich fände es aber gestern respektlos ihr gegenüber, wenn ich jetzt irgendwie dich direkt zur Seite packe und sie weint. Dann so war es halt. Ja, ist doch okay. Ich finde es eigentlich gut, dass viel kommuniziert wird, viel offen darüber geredet wird, wenn man mag, wenn man nicht verletzen will, warum man sich verhält, wie man das so tut. Ich finde es nicht schlecht. Du hast es ganz toll gemacht. Also ihr seid jetzt so offen, ihr lernt alle kennen. Damit ist sie auch d'accord. So wie eine Rebecca oder eine Frau d'accord damit ist, ne? Ehrlich gesagt, ich mag das, dass hier nicht so viel Bullshit geredet wird, sondern es ist so, ja, schon d'accord, aber ja, irgendwie auch nicht. Aber so ist es halt. That's halt irgendwo aus the game, ne? Was soll man da machen? Von meiner Seite aus, ich möchte gerne Melissa weiter kennenlernen. Sie ist eine süße Maus. Nee, aber fand ich gerade schön, mit dir zu quatschen. Ja. Wer hätte nicht gerne süße Maus als Freundin? Ich habe gegen Pam hab ich überhaupt gar nichts. Aber ich werde ihr dieses Signal senden, dass das für mich gerade eher in so eine Friendship-Zone geht als alles andere. Aber er war doch so begeistert von ihr. Nee, weil ich hatte Ego, gestern mit ihr gesprochen und da war sie gerade mit Steffen und da war der Stand, das war auch so fast kurz vorm Schlafen, dass jetzt er ihr Favorite ist. Steffen ist Pams Favorite? Wann habe ich denn das verpasst? Steffen? Den kann ich mir vorstellen, klar. Warum nicht? Ja. Weil sie ist sogar mein Favorite, Steffen. Wenigstens kommt der Steffen immer in der Villa super gut an, zumindest bei den anderen Männern. Heute ist die erste Nacht der Rosen und die Männer dürfen aussuchen, welche Ladies hier bleiben. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, wer muss direkt am Anfang gehen? Wie ist es denn jetzt bei dir und Rebecca? Was soll denn sein? Ich mag diese Frau. Mhm. Ja, klar. Aber Melissa ist halt auch seine Traumfrau. Wenn dann eine Frau kommt, die erst seit einem Tag hier drin ist und wenn ihn das irgendwie mehr reizt als das, was wir in diesen Tagen jetzt aufgebaut haben, wäre ich traurig und enttäuscht. Ich wäre auch traurig, wenn Rebecca geht, weil dann auch Leila keine Freundin mehr hat. Also ihre beste Freundin nicht mehr hat. Sie hat bestimmt noch Freundin. Sind da ernste Intentionen oder ist einfach nur ein, oh, möchtest du ein bisschen labber, möchtest du ein bisschen allerber? Die Melissa, die ist auch irgendwie, ich weiß auch nicht, die war früher, habe ich sie so doll in mein Herz geschlossen, umso mehr Formate die macht, umso weniger kann ich sie auch so greifen als Person. Natürlich ist meine Intention, glücklich zu werden und jemanden hier zu finden. Ich habe mir diese Dame hier gewünscht. Jetzt ist sie da.
Die Frage ist, wie lange ist sie noch da? Das erfahren wir in der nächsten Woche, wenn dann gewählt wird, wenn die erste Kandidatin gehen muss. Wird es Melissa sein? Wird es Rebecca sein oder doch jemand ganz anderes? Ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Wir sehen uns nächste Woche, ich vermute, Dienstag um 18 Uhr. Falls sich was ändert, gebe ich natürlich Bescheid. Muss mich jetzt auch wieder in das neue Format erstmal eingrooven. Bis dann, tschüss!